Und damit beginnt Tag 2 hier im Nerdzeitalter und bei Stranded Deep. Sven ist auch wieder da, sehr gut. Hallo. Die Uhr sagt, ich muss dringend was trinken. Und damit haben wir schon wieder... Wir müssen mehr davon bauen. Was brauchen wir dafür eigentlich? Steine. Einfach nur Steine? Wir brauchen Steine, wir brauchen Cloth, wir brauchen... Was? Wieso packst du da... Nein, wieso packst du da Fiber drauf? Ich habe nirgendwo irgendwas draufgepackt. Ich habe mich gerade zur Seite gedreht und bin losgelaufen. Mehr habe ich nicht getan. Du möchtest ja aber vielleicht mal hier vom Grill so ein bisschen gekochtes Kleinfischfleisch gönnen. Dann kann ich nämlich ein neues drauflegen. Glaube ich. Ja, ich habe noch 3 Stück. Okay, warte. Das muss man genau treffen. Das mit dem Stäbchen da unten ist noch schlimmer. Ja, das, Wie kann ich mich hinhocken? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe das bei mir auf die Leertaste gelegt. Ja, bei mir ist Leertaste halt springen. Dann müsste es bei dir linke Shift sein oder Control. Ah, danke. Okay. Ja, du hast es sehr gut. Weg. Dann packe ich noch eins dran. Control. So. Uhr sagt, naja, trinken ist auch schäbig. Na, ich bin bei 2. Das müsste jetzt auch schon wieder gleich was da sein. Ja, ich bin so bei ein Drittel. So, jetzt setzt sich der Sven mal richtig hin. Ist halt so, auch schon wieder dunkel. Gerade hinsetzen ist besser für... Sag mal, blöde Frage, wenn ich jetzt hier auf Sleep drücke. Nö. Mhm. Komm mal her, komm. Es ist übrigens wieder Wasser da. Du könntest schnell nochmal 2 trinken. Ah, okay. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier auf Sleep. Genau, wir stehen da beieinander und damit haben wir die Nacht übersprungen. Hey, ich glaube, wir kriegen sowas wie Progress. Ich brech ab. Oh mein Gott, ist ja unglaublich. Oh, die 2 Palmen hier sind schon hübsch. Ich glaube aber, es wird so langsam Zeit, Zeug zu packen. Naja, so wirklich packen. Also ich weiß nicht, kriegen wir überhaupt das Zeug hier irgendwie alles ins Floß rein, was wir jetzt haben? Ich meine, wir haben irgendwelche Bootsteile und Zeug, die halt einfach relativ schwer sind. Rock. So, das und das Shelter so kann aus, ich auch nicht wenn abbauen. Da Fiber draufliegen würde. Okay, ich verstehe. Das Shelter kann ich auch tatsächlich nicht abbauen. Nee, das Shelter kannst du nicht mehr abbauen. Okay, jetzt piepst meine Uhr schon wieder. Ja, meine hat gerade auch mir gepiepst und... Was? Hast du schon getrunken? Ja, habe ich. Also vorhin. Okay. Bevor du geschlafen hast, richtig? Ja. War wahrscheinlich eine scheiß Idee, ne? Egal. Ja, hätten wir danach messen müssen. Ah, da ist er. Oder? Hab ich denn? Ja, da genau. Bin ich. Hallo. Grüß dich, Ben. Okay. Na, alles gut bei dir? Hat wirklich original gerade nach Hause gekommen. Und jetzt war ich nochmal auf Toilette, hab mir einen Kaffee gemacht und jetzt ist der Rechner an. Und jetzt mache ich Schritt für Schrittchen meine Dinge, die ich tue, damit ihr mich seht und ich dann streamen kann. Also sozusagen unterwegs zu euch. Hallo Chat. Wir haben keine Steine mehr, ne? Nee. Das ist gut. Oben. Weil ich habe kein Werkzeugtool mehr. Also kein Ding mehr, mit dem ich irgendwas tun kann. Und damit kriege ich auch die Kokosnuss nicht auf. Also Ben Prinzweil, wir spielen hier ein wunderbares Survival-Game, von dem wir uns relativ sicher sind, dass du da nicht so viel Bock drauf haben wirst. Ich hab's vorhin ja auf der Arbeit in meiner 2-Minuten-Pause, während ich auf den Nachtdienst wartete, kurz reingeguckt. Ich war ja eine Minute im Stream und habe euch dann gesehen, wie wir erstmal rumgerätselt haben, wie Dinge überhaupt funktionieren. Ja, genau. Dann konnte ich aber nicht mehr und dann kam. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir... Ich sehe, da hinten ist eine andere Insel. Die ist auch in Sichtweite. Das heißt, wenn wir da rüber schippern, könnten wir wieder hierher zurückkehren. Und dann mal schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen Ressourcen kriegen.
Vielleicht sollte ich vorher dann irgendwie so Gerümpel wie die ganzen Palmfronts erstmal nochmal abschmeißen. So. Warte, so. Den Bobby, kann man denn hier jetzt das wie kann man denn das Paddel jetzt wieder hier ranmachen? Du kannst es da rausnehmen und wenn du es wieder wegpacken willst, guckst du auf den Haken und dann gibt es die Möglichkeit, Hook. Hallo Chris, hallo Hansa. Ah. So, du darfst paddeln. Ja. Du bist besser als ich im Paddeln. Dafür ziehe ich uns jetzt auch hier raus. Gib gleich einem ein Paddel. Ja, zieh. Ja, ich wüsste nur gerne, wo ich anfassen muss, damit das geht. Ja, ach so. Muss ich dafür vielleicht raus? Geht das nicht, solange ich hier drin bin? Nee. Okay, Level up Physical. Okay, Life Raft, so Sekunde. Ich muss hier ja irgendwo. So, okay, du kannst. Und pull! Space-Möhre, aha. Ja. Die hatten wir gestern. Die Space-Möhre kam gestern dazu. Ja. Yep. Mhm. So. Die oder der? Ja. Das ist eine Möhre. Die Möhre. Aha. Ja, das funktioniert ja schon mal ganz prima. Farbe beim Trocknen zusehen, das Spiel. Komm, aber das Meer sieht schon echt schön aus. Ja, das stimmt. Okay. Also was ich fast ein bisschen schade. Hier kriege ich schon leichte Probleme mit Motionsschlechtheit. Ja, ganz genau. Ja, also sie hatten, glaube ich, irgendwie mal ganz früher hatten sie mal ganz vollmundig einen VR-Support angekündigt, der aber dann, glaube ich, nie kam. Was schade wäre. Weil ich glaube, das wäre richtig witzig. Also gerade so, wenn du dann hier irgendwie den Helm aufhast und dann da irgendwie da runtertauchst. Dann würdest du sehen können, oder was? Nicht wegen Seekrank, sondern einfach, weil das so von der Immersion her eigentlich eine ganz coole Sache bestimmt sein könnte. Ja, der Horizont ist. Ich kann mir auch noch andere Spiele gut vorstellen mit VR-Support, die tatsächlich vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Du meinst, bei denen es nicht so viel hin und her und auf und ab geht? Ja. Weil ich habe irgendwie in einem Trailer-Video zu dem Spiel habe ich irgendwas gesehen, es gibt sogar Flugzeuge und Boote und was weiß ich, was man da alles bauen kann. Also da hat sich im Vergleich hier? Zu... Ja. Wir haben ja auch irgendwie schon Fahrzeugteile gefunden. Okay. Kannst du irgendwie voll den krassen Scheiß bauen. Okay, und das ist eine Bambusinsel. Ich darf da echt nicht zu sehr hingucken, sonst passieren hier schlimme Dinge. Denk dran, unter die Webcam zielen, wenn es zu schlimm wird. Mhm. Ja, genau, ich guck gerade auf den Chat. Genau das tue ich gerade, aber selbst aus dem Augenwinkel ist es gerade echt schwer. Ja, ich habe ja gerade Stereo, also ich habe ja einerseits den Gamescreen und andererseits den OBS-Control-Screen. Also ich sehe das gerade zweimal. Vielleicht cancelt sich das gegenseitig so ein bisschen aus, ich weiß es nicht. Ihr müsst, wenn du den aktuellen Stream, dein Spiel und den OBS aufhast, dann hast du so drei verschiedene Zeitzonen. Und das ist halt echt so, Ja, das ist schwierig, das stimmt. Das hat dann so ein bisschen was von gestern heute. Was ist das denn? Da ist eine Riesenkrabbe. Ja, ich glaube, wir haben. Und ein Schwein! Ein Schwein! Und ich hab kein Speer dabei. Ich glaube, mein Schwein färbt. Ich hab den Fischspeer dabei. Ich glaube aber nicht, dass die. Achsen. Vielleicht sollten wir sie einfach in Ruhe lassen? Ja. Ah, okay, nö, ist nicht schlimm, du. Nö. Nee, jetzt haut sie nicht mehr ab, sondern Sven. Attacke, Sven stirbt. Ah. Sven stirbt an der Krabbe. Nein, keiner stirbt an der Krabbe. Die Krabbe hat sich gerade abgekrabbt. Okay, die Krabbe gibt kein Fleisch, man kann sie nicht aufnehmen. Die hat aber noch einen Kollegen da hinten. Au! Was?
damit vielleicht? Ich nach dem Schweinegürtel. Okay, jetzt habe ich nicht nur Pickel und Durst, sondern auch, bin auch noch sehr angeschlagen. Oh ja, es geht. Also die Krabbe ist mit Sicherheit nicht ein Frischling von dem Wildschwein. Das wäre biologisch mindestens mal merkwürdig. Okay, also damit kann ich auch nichts machen. Hast du denn einen Stone Pool, mit dem du das irgendwie heute ja, oder zerlegen kannst? Ja, hab ich. So, das geht ja auch kaputt, ne? Was geht kaputt? Das, ja, diese genau. Stone Tools und so. Ja, die sind irgendwie. Ich überlege gerade, ob ich ein schlechtes Wortspiel mit rektalen Gefilden machen soll, aber ich verkneif's mir. Genau, für sowas bin ich zuständig hier im Stream. Genau, das haben wir ja schon geklärt. So. Mhm. Guck mal, aber hier sind irgendwelche komischen Cargo-Container. Meinst du, da könnten Dinge drin sein? Das könnte schon sein. Ich hol gerade mal eine Menge Kokosnüsse und so. Container Wall. Ja, okay. Ich weiß nicht, kann ich die vielleicht hämmern? Nö. Kann ich nicht hämmern. Ja, ich komme. Aber ich kann. Ah, hier kann ich das Tor öffnen und. Ist ein bisschen, wie soll ich sagen, antiklimaktisch. Antiklimaktisch trifft's ganz gut, ja. Ach, das war die letzte Lieferung aus China, auf die wir gewartet haben. Da waren ursprünglich LED-Stripes drin, aber die sind mittlerweile halt alle. Grafikkarten. Genau, da waren alle Grafikkarten drin, die gerade geliefert werden müssen. Ja, aber es ist ja irgendwie meiner vorbeigekommen und hat sie sich alle mitgenommen und farmt jetzt noch ein bisschen Ethereum damit. Das erklärt natürlich die globale Erwärmung. Das erklärt die globale Erwärmung, auf jeden Fall. Auch was. Hinweis, trete nicht in diese komischen türkisen Dinger, die machen Aua. Ich weiß. Laufe ich schon die ganze Zeit außenrum immer. Schön, dass du das weißt. Sag ja nix. Die haben auch Stacheln oben drauf. Das war so der erste Hinweis. Nägel wahrscheinlich, oder? So die Abteilung. Irgendein Seestern. Also. Mit ekelhaften Dingen. So. Was wollen wir denn gleich machen, wenn ihr da fertig seid oder tot oder was auch immer? Ja. Also ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Optional. Ich kann auf die Füße legen. Nee, wir haben uns eigentlich darauf gefreut, mit dir noch was zu machen. Ja. So, ob du es glaubst oder nicht, es gibt Menschen, die freuen sich darauf, mit dir Zeit zu verbringen. Ich glaub's nicht, oder? Ja, okay. Oh, ich habe den Frischling gefunden. Das ist gut. Oh. Okay, und da hat mich eine Schlange erwischt. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Und tot. Voll, ich hab Pusteln. So. Tap. Die mal raus. Was? Wohin gehen die denn? Oh Mann. Warum? Okay, ich bin inventartechnisch voll, ich kann nichts mehr aufnehmen. So. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Menge an Stein. Okay, es ist anscheinend eine Wasserschlange. Okay, wir müssen dann mal wieder zurück, ne? Ja. Okay, noch ein bisschen Klopf. Du hast eine Menge an Stein, okay. Also, es ist jetzt nicht unendlich viel, aber es sind zumindest ein paar. Hast du diese Bojen mitgenommen? Weil die brauchen wir zum Beispiel. Ich kann die nicht aufnehmen. Ich bin zu voll. Ich kann die nicht aufnehmen. Okay. Guck mal, ob du das kannst. Ugh. Okay. Gut, da hoch komme ich irgendwie nicht. Dann muss ich wahrscheinlich irgendwie aus noch. Okay. Gut, es tut mir leid. Ich, so. Du musst uns zurückbringen. Es wird nämlich dunkel und schlechtes Wetter. Sven will nach Hause. Außerdem hat er Pickel. Oh, ihr seid untergegangen. Oh, Mann. Oh, Mann, ihr Boden.
Wie dreht man das jetzt um? An Land. I need to find water, ja. So. Toll, jetzt ist es natürlich weggeklippt, okay. Ja. Ja. Und nein. Es klippt immer auf den Kopf. Weil es war gerade schon richtig rum. Bei mir nicht. Ach, bei mir schon. Nee, bei mir ist es immer noch auf dem Kopf. Ja, jetzt ist es schon wieder auf dem Kopf, ja. Okay. Dann kann ich ja hier tatsächlich nochmal probieren. Oder brauche ich dafür das Stone Tool, um die freizuschneiden? Ja. Okay. Aber das ist jetzt gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, müßig? Ja. Okay, gut, ich habe auch ein paar Bojen. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Seeschlange. Riesige Fische. Nee, hier ist er nicht. Ich versuche hier gerade irgendwie das Problem zu umschiffen. Ja, okay. Wenn ich... Da bist du, okay. Da habe ich dich doch gerade richtig gesehen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So, okay. Das da vorne müsste unsere Insel sein. Da sind zumindest zwei Schiffswracks sichtbar. Ja, das müsste die richtige sein. Wenn nicht, merken wir es spätestens, wenn wir dort angekommen sind. Oh, guck mal, da unten schwimmt ein kleiner Hammerhai. Wie cool. Mhm. Was ich noch sagen wollte, ich glaube zum Beispiel Subnautica könnte ganz schön cool mit VR sein. Ja, ist es auch. Ist es tatsächlich. Das hat ja einen Support. Und das ist schon ganz witzig. Was nur ein bisschen schade ist, ist die Steuerung geht dann nur mit Controller oder mit Tastatur und Maus. Mhm. Wobei das trotzdem schon ganz gut kommt. Boah. Okay, hey. Okay. Ist vielleicht doch nicht so mein Spiel. Sven, was du machen kannst. In den Optionen habe ich irgendwas gesehen, du kannst die Ocean Movement irgendwie runterschalten. Die schalten jetzt bei 25%, dreh die mal auf 0 runter. Wenn du damit Probleme hast. Okay, Language Changes will only affect after... Nee, okay, sicher nicht. Ja, toll. Okay. Oh ja, viel besser. Oh mein Gott. Es ist ja so viel besser. Okay, immerhin. Finde ich aber ganz schön, dass die Entwickler daran gedacht haben, da auch eine Option für eingebaut haben. Mhm. Ja, wenn die Küste hier ruhig ist, das ist halt ja, vor allen Dingen, wenn der grundsätzliche schon total schief ist und dann halt noch durch die Gegend hüpft. Oh, die guten... Büsche. Ja, das ist unsere Insel. So. Gut. Ja, erstmal, so wie du dich da jetzt hinhockst, sieht es aus, als ob du jetzt erstmal was ganz Dringendes zu erledigen hast. So. War die Fahrt so schlimm, ja? So, dann. Das sind komische Bälle, die ihr dabei habt. Das sind Bojen. Aha, warum habt ihr denn Bojen eingesammelt? Die braucht man dann, um zum Beispiel ein eigenes Boot zu bauen. So. Dann werfen wir jetzt mal gleich
So. Ach Mist, wir hätten Palmwedel mitnehmen sollen. Wir haben doch noch Palmwedel, oder? Nein. So. Hast du, haben wir die alle verbaut? Ja. Ah, doch, oh. Da ist noch einer. Aber du hast dich dafür sehr gut an den Kokosnüssen verlustiert. Sehr cool. Ja. Damit wir gleich mal was zu trinken haben. Und was zu essen. Zurück zur Frage, was wollen wir denn spielen? Ja, auf jeden Fall irgendwas, was wir so nicht spielen können. Das ist schon mal gar keine Frage. Mhm. Ich habe keine Gedanken gehabt. Tatsächlich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wir könnten natürlich einfach die Klassiker heute Mittag schon in den Chat geschrieben. Wir könnten natürlich einen Klassiker machen, einfach nochmal ein paar Roboter in Schweden klatschen. Okay, ich sehe schon. Ja. Ja, doch. Weiß nicht. Ja, natürlich, bin ich einfach nur müde. Ich, okay. Ja. So, dann brauchen wir zuerst wieder ein Stone Tool und noch ein Stone Tool und dann können wir uns ein. Nee, können wir kein Refined Knife bauen, weil wir haben keine Seile. Na gut, dann muss halt die Stone Tools zerlegen. Seile kann ich gleich machen. Beziehungsweise, warte. Ich hab was gefunden. Ich hatte ein Leder gefunden. So. Crude Hoe. Leder. Na verdammt, brauchen wir zwei für. Eins reicht nicht. Okay, also ich habe hier Sekunde. Hier kommen jetzt drei Seile. Und hier kommen zwei Cloth raus. Na ja, gut, so. Reicht mir schon. Ich wollte nur das Messer machen, das hält ein bisschen länger. Okay. So, dann nehme ich jetzt mal das hier. Eins. Und Weil wir hatten ja hier noch ein bisschen Lock, das heißt, daraus kann ich jetzt Stickies machen. Und unser Feuer neu befuelen. Okay, das war gut. I'm never eating that again. Okay, sehr gut. Also mehr als drei Kokosnusswasser hintereinander darfst du nicht trinken. Das klingt auf jeden Fall schon. Das verbraucht im Übrigen auch das ganze Wasser. Das ist kein Witz. Ich bin jetzt komplett leer. Ich gehe dann mal schlafen. Ich gehe dann mal schlafen. Okay, so. Dann komm. So. Dann schön, kannst du gleich den Safe anwerfen und dann haben wir auch eine halbe Stunde durch. Ja, 23 Minuten, aber das ist nicht schlimm. Da ist halt eine kurze Folge, weil wir sind jetzt bei Tag 3. In 5 Minuten gibt's Essen. Alles klar. Soll ich dir im Topf lassen oder soll ich es dir bringen? Ich kann es dann, denke ich, essen. Und auch das ist in der Aufnahme. okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, drücke ich hier jetzt auf jeden Fall mal auf Save. Jawohl. So, und dann beim nächsten Mal mehr. In diesem Sinne, noch viel Spaß und bis bald wieder hier im Nerdzeitalter. Ciao. Zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.